Guten Tag, ich begrüße Sie zu unserem Bäcker am Sonntag von Tichys Einblick. Angenommen, der Bäcker muss seinen Kunden Geld dafür bezahlen, damit die seine Brötchen abnehmen, dann würde jeder sagen, plemplem, nicht bei Verstand. So geschieht dies aber bei Stromerzeugern. Die müssen immer häufiger dafür bezahlen, dass Stromkäufer ihren Strom abnehmen. Wobei der Begriff Stromkäufer hier in diesem Zusammenhang zumindest zweifelhaft sein dürfte. Doch das passiert immer häufiger, denn Deutschland hat Energiewende. Und die bringt solche merkwürdigen Effekte hervor. Jetzt gab es 8 Tage hintereinander sogenannte negative Strompreise. Dies, obwohl die Sonne kräftig schien und die 3 Millionen Photovoltaikanlagen im Lande ordentlich Strom erzeugten. Oder man müsste eigentlich genauer sagen, gerade weil die Photovoltaikanlagen so viel Strom erzeugten. Deutschland also plemplem. Thomas Mock ist Rechtsanwalt. Er ist seit 30 Jahren in Sachen Windkraft als Rechtsanwalt unterwegs und er war auch in der Industrie zuvor tätig, unter anderem bei dem größten Rohstoffkonzern Europas und hat daher Einblick über den weltweiten Rohstoffhandel. Herr Mock, wie kommt denn dieser negative Strompreis zustande? Das ist eigentlich ein ganz normaler Effekt, der so auch erwartet wurde, nämlich dass die Folge von Angebot und Nachfrage. Wenn wir besonders viel Strom im Netz haben, der den Kunden angeboten wird, aber die Kunden brauchen den Strom gar nicht, habe ich also mehr Strom als benötigt. Das führt zu einem Überangebot und das führt dazu, dass die Preise fallen. Und wenn besonders viel Strom im Netz ist, weil die Sonne besonders stark scheint und keine Wolke am Himmel auftaucht, dann ist genau dieser Effekt, dass besonders viel Strom angeboten wird und dann der Strompreis umso stärker ins Negative fallen kann. Eigentlich ein ganz normaler Effekt, den viele lange erwartet haben und durch den außerordentlich hohen PV-Zubau der letzten 2 Jahre so auch fast schon prognostiziert wurde. Das Problem ist nur, die Kosten werden damit dramatisch steigen. Denn die negativen Strompreise hört sich zunächst schön an und dann muss er ja wunderbar. Ich bekomme also dafür Strom, wenn ich den Strom abnehme. Das gilt aber nur an der Börse, nicht für den normalen Privatverbraucher. Und das heißt dann für die Übertragungsnetzbetreiber, dass sie das Netz irgendwie aussteuern müssen, indem sie den Strom eben den Nachbarn anbieten, indem die Geld dafür bekommen, diesen überschüssigen Strom abzunehmen, sodass wir also zweimal zahlen. Wir zahlen erstmal den Strom, der den PV-Produzenten garantiert ist. Egal was passiert, bekommen immer den Garantiepreis. Und dann zusätzlich den Preis an die Nachbarn als Dankeschön, dass sie diesen überschüssigen Strom abgenommen haben. Diese negativen Strompreise, ein schönes Wort der Energiewende übrigens, werden immer häufiger auftreten. Wer verdient denn alles dabei? Tja, das ist eine Kette von Profiteuren, die wir als Stromendkunden alle finanzieren müssen. Also wie ich eben schon andeutete, zunächst einmal bekommt der Produzent von PV oder Windanlagen seinen garantierten, von der Bundesnetzagentur garantierten Einspeiseerlös, der, egal wie hoch der Strompreis ist, immer auf dem garantierten Preis von etwa 10 Cent im Durchschnitt lautet. Und dann bekommt natürlich das Ausland, derjenige, der im Ausland den Strom abnimmt, das Geld dafür, ihn abgenommen zu haben. Und dazu fallen dann die Redispatch-Kosten an, die solche Überschusssituationen regulieren, aber auch preislich dann auf die Endverbraucher abwälzen. Und das sind dann die Netzentgelte, die dramatisch steigen. Das heißt, wir haben einerseits die PV- und Windproduzenten, die keinen Verlust haben. Die haben zwar nicht unbedingt mehr Gewinn, aber sie haben keinen Verlust. Das heißt, selbst wenn der Strompreis negativ ist, die bekommen immer ihren garantierten Preis. Und die zweiten Gewinner sind die Nachbarn, die diesen Preis bekommen, dafür, dass sie Strom abnehmen. Also wir haben da schon Gewinner. Nur man muss auch sehen, die Nachbarn sind da nicht so glücklich drüber, weil ja deren eigene wirtschaftliche Kalkulation über den Haufen geworfen wird, sodass das auf Dauer mit Sicherheit nicht sehr freundlich in den Nachbarländern aufgenommen wird. Und warum wird deren Kalkulation über den Haufen geworfen? Ja nun, die haben ja auch wirtschaftliche Kosten ihres eigenen Stromnetzes und ihrer eigenen Stromproduktion und haben kalkuliert, dass eben der Strompreis mit dem Preis X plus Gewinn sich innerhalb des Landes rechnet.
Wenn aber dann Deutschland als Nachbarland außerordentlich viel Strom, zum Beispiel in den Strommarkt in Polen oder in den Strommarkt in Frankreich hineindrückt, dann müssen die ihre Stromproduktion zurückfahren und dann wird ihre eigene wirtschaftliche Kalkulation über den Haufen geworfen. Das heißt, sie müssen weniger produzieren und damit wird auch ihre eigene Stromproduktion etwas unwirtschaftlicher. Dem schauen sie mit Sicherheit nur ausnahmsweise mal zu, mit Sicherheit nicht auf Dauer. Und es gibt schon Gerüchte, dass aufgrund der Grenzkuppelstellen, die zwischen den Ländern existieren, Frankreich dabei ist, sich von Deutschland zu entkoppeln, um solche Spitzen nicht zum eigenen Nachteil ins Land hineinzulassen. Das bedeutet also Deutschland als Störenfried im europäischen Stromnetz. Absolut, ja. Und das deutete sich schon länger an. Und da gibt es durchaus Verbalnoten zwischen den Ländern und Deutschland, dass die Länder das auf Dauer nicht hinnehmen werden. Ein Ende ist ja nicht abzusehen, oder was glauben Sie, wann geht dieses Spiel zu Lasten der Stromkunden zu Ende? Nein, es ist überhaupt nicht abzusehen. Es wird eigentlich jeden Tag schlimmer, denn je mehr und je schneller Wind und PV zugebaut wird, desto mehr haben wir Überschussstrom, denn wir können ja nicht mehr abnehmen, als produziert wird. Und wenn wir dann sehen, dass die Industrie immer weniger Strom abnimmt, weil sie abwandert, haben wir also in der Summe noch weniger Strombedarf als bisher. Das heißt, wir haben eine Schere, die auseinanderläuft. Einerseits weniger Strombedarf, andererseits immer mehr Stromproduktion. Aber nur dann, wenn die Sonne scheint und viel Wind weht. Und den können wir dann immer weniger gebrauchen. Fachleute seien alarmiert, heißt es zum Beispiel im Handelsblatt, erschrocken. Aber gerade Fachleute hätten dies sich doch vorher denken können. Was sind denn das für Fachleute? Wer entscheidet über solch wichtige Fragen wie Energielieferung? Also es gibt auf jeden Fall Fachleute, die ich auch kenne, die das schon lange vorhergesehen haben und auch davor gewarnt haben. Zum Schluss hat ja vor wenigen Tagen Herr Birnbaum, Chef von E.ON, darauf hingewiesen, dass man eigentlich ein Moratorium starten müsste, nämlich den Ausbau von Erneuerbaren mindestens dämpfen, wenn die stoppen, und zu überlegen, wie es technisch weitergehen soll, weil das natürlich eine unendliche Geschichte insoweit ist, weil es unendlich teuer wird für die Verbraucher. Und das ist auch unter sozialen Gesichtspunkten unzumutbar. Nicht nur der Strom ist ja teuer, sondern vor allem auch die Netzkosten und die sogenannten Redispatch-Kosten treiben die Energiekosten in die Höhe. Die Energiewende läuft also absehbar aus dem Ruder. Das war ja eigentlich vorauszusehen. Aber was muss jetzt getan werden? Also entscheidend sind die politischen Entscheidungsträger, die halt einsehen müssen, in Anführungszeichen hört auf die Wissenschaft, Ausführungszeichen, dass der Zubau so eben nicht weitergehen kann. Dass in der Tat eine Denkpause eintreten sollte, um zu überlegen, wie und welchen Rahmenbedingungen macht es Sinn, auch unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten, diesen Zubau so zu steuern, dass er Sinn macht. Ich nenne mal ein Beispiel, den Sie gerade erwähnt haben. Der immer schnellere Zubau von PV und Wind ist so schnell, dass der Netzausbau, der sowieso sehr langsam ist, auch aus technischen Gründen, immer weiter hinterherläuft. Und ich selbst kritisiere, wie auch andere, schon länger, dass wir viel engere Verzahnung erreichen müssen zwischen dem Zubau von Erneuerbaren und dem Zubau von Netzen. Und es kann nicht sein, dass sich wissentlich und in Kauf nehmend Wahnsinnskosten durch Zubau von Erneuerbaren nicht dadurch produziere, dass sie errichtet werden, sondern dass sie nicht produzieren können, also keinen Strom produzieren dürfen, weil die Netze nicht da sind. Und hier eine engere Koordination wäre das allererste und natürlich ein Eingeständnis, dass das immer mehr und immer schnellere Zubau von Wind und Solar nur einem Einzelnen nutzt, nämlich dem, der die Anlagen betreibt, weil der über 20 Jahre immer die garantierten Zahlungen bekommt. Und das ist und kann nicht im Sinne des Verbrauchers sein. Sie sprechen ja von einer Enteignung, von einer Entrechtlichung der Bürger und von einer Entdemokratisierung. Warum ist das so? Was meinen Sie denn damit? Nun, wir haben in den letzten fast 3 Jahren, gerade im Bereich Erneuerbare, circa 50 Gesetze und Verordnungen gesehen, die verändert wurden, und zwar fast durchweg zum Nachteil der Anwohner. Ich nenne mal ein Beispiel, es finden fast keine Umweltverträglichkeitsprüfungen statt, es finden fast keine öffentlichen Erörterungen mehr statt, Stellungnahmen, die man abgibt, landen im Off, werden nicht mehr berücksichtigt,
Das gilt auch neuerdings für die Regionalpläne, die ja ganz wichtig sind für die Gebietsausweisungen. Und das ist einmal eine Entdemokratisierung, das heißt also, die Anwohner werden nicht mehr mit einbezogen. Das widerspricht eigentlich auch der Thematik Akzeptanzerhöhung, denn ich kann die Akzeptanz nicht dadurch erhöhen, dass ich die Leute ausschließe und sie nicht mehr angehört werden. Und auf der anderen Seite ist es so, dass der § 249 Absatz 10 Baugesetzbuch, einer der vielen Änderungen, dazu geführt hat, dass Anlagen, die 250 Meter hoch sind, bis zu 500 Meter an Wohnhäuser herangebaut werden können. Und es gibt mehr Untersuchungen und Studien, dass Abstände zwischen Wohnhäusern und Windanlagen von unter 1000 Metern zu gravierenden Immobilienwertminderungen führen. Das RWI in Essen hat mal vor 3 Jahren oder vor 4 Jahren festgestellt in einer sehr umfassenden Studie, dass bei 1000 Meter und weniger Minimum 20-25% Wertminderungen eintreten. Und es gibt durchaus Häuser, die nicht mehr bewohnbar sind, wenn sie in 400-500 Meter Nähe zu Windanlagen stehen. Es ist auch so, dass manche Projektierer mit Großprojekten dann Häuser sogar aufkaufen, in denen dann niemand mehr wohnt, allein um die Windanlagen eben voll betreiben zu können, ohne Rücksicht auf Lärm und Schatten und sonstige Nachteile zulasten von Anwohnern. Mit anderen Worten, das ist eine schleichende Enteignung. Deshalb, weil ja die Projektierer und Betreiber nicht marktwirtschaftlich orientiert sind, sondern nur von Subventionen leben, während die Anwohner ihr marktwirtschaftlich verdientes Geld in ihr Haus gesteckt haben und dieses quasi durch die Subvention der Projektierer weniger wert wird. Diese Hausbesitzer sind also die großen Verlierer der Energiewende. Ja, eindeutig. Die Windindustrie hat es ja geschafft, sich ein Mäntelchen als Weltretter umzuhängen. Sie wird politisch von Habeck so geschützt und protegiert wie kaum eine andere Industrie. Warum eigentlich? Wie hat sie das geschafft, in eine solche Position zu kommen? Ja, das ist eine sehr umfassende Lobby, die hier tätig gewesen ist und im Grunde alles darauf hinaus hat laufen lassen, dass in Deutschland Strom nur noch mit PV und Wind produziert werden soll. Das heißt, ich habe eine Abhängigkeitssituation versucht zu erreichen von Lobbyseite her und die ist unter anderem dadurch erreicht worden, dass eben alles andere abgestellt wurde. Also Atomkraftwerke wurden abgestellt, Kohlekraftwerke werden Stück für Stück abgestellt, Gaskraftwerke sollen auch abgestellt werden, soweit sie nicht als Lückenfüller vorübergehend noch in Betrieb sein sollen. Man hat ja auch CCS und viele andere Optionen in der Zwischenzeit verboten gehabt, dass im Grunde eine Abhängigkeit von Solar und Wind erzeugt wurde. Alles nur nach 100% Erneuerbare und Wind sollte dann die Stromversorgung in Deutschland sichern. Und diese Abhängigkeitsverhältnis, die zugleich mit dem Schließen und Verbot aller anderen einherging, hat eben zu einer Situation geführt, dass man, auch wenn es noch weit länger andauern sollte, indem auch die Kraftwerke, die noch hätten gerettet werden können, nunmehr aufgrund der Zeit und des Personalmangels nicht mehr in Betrieb genommen werden können, dass wir in eine Sackgasse geraten, nämlich in der Tat nur noch von Wind- und Solaranlagen abhängig sind, ohne Rückkehr und dann natürlich auch auf den Kosten für lange Zeit hängen bleiben, die dieses System zu unseren Lasten verursachen wird. Das heißt also, hier wird gewissermaßen verbrannte Erde hinterlassen. Ja, der Begriff ist natürlich heikel, aber ich würde mal sagen, das, was wir momentan sehen in der Industrie, dass sie abwandert, hängt genau damit zusammen, weil die Industrie muss eigentlich und sollte eigentlich investieren. Eine Industrie investiert marktwirtschaftlich aber nur, wenn sie eine Perspektive für sich sieht. Wenn aber die Perspektive darin besteht, dass Strom durch die Dinge, die ich gerade geschildert habe, inklusive der dramatisch steigenden Netzentgelte, worin auch die Redispatch-Kosten enthalten sind, wenn die also nur steigen und nicht absehbar ist, dass die irgendwann mal wieder fallen oder nicht weiter steigen, dann ist natürlich für Investitionen wenig Anreiz. Und das ist eigentlich das Problem der Thematik derzeit, dass die Industrie nicht mehr investiert und das Vertrauen verloren hat, weil die Politik darauf hinausläuft, Strom muss teurer sein. Und es gibt nur noch Strom und keine Alternativen. Kein Gas, kein Öl, kein gar nichts. Nur noch Strom und der muss teuer sein. Das ist keine Perspektive für die Industrie. Ich nenne Ihnen ein Beispiel. Recycling ist ja ein
das eigentliche Ziel nachhaltiger Politik, nämlich geschlossene Materialkreisläufe. Aber Recycling ist energieintensiv. Das heißt, ich kann eine nachhaltige Materialkreislaufwirtschaft nur mit hohem Energieaufwand erreichen. Dazu ist notwendig, dass Energie preiswert ist. Wenn ich Energie teuer mache, entscheide ich mich automatisch gegen eine nachhaltige Materialkreislaufwirtschaft. Und das ist das Fatale, dass die derzeitige Energiepolitik, Energie unbedingt teuer machen zu wollen, genau das kaputt macht, was das eigentliche Ziel ist, nämlich viel wichtiger als die Klima- und sonstige Politik, nämlich eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft als eigentliches Ziel, die dann auch Klimapolitik enthaltet und zwar sehr viel effizienter als das, was wir heute sehen mit dem Tunnelblick, nur Wind und nur PV, und das soll für alles die Lösung sein. Werfen wir doch einen Blick auf die Profiteure dieser Energiewende, auf die Profiteure der Windindustrie. Die Stahlindustrie und die Autohersteller, die kennt man, Mercedes, Porsche, VW, nicht aber die Namen der Windprofiteure. Wer sind denn die? Es gibt einige Windanlagenhersteller in Deutschland, die aber immer weniger Teile der Windanlagen selbst produzieren. Ein bestes Beispiel ist das hochumstrittene Rotorblatt, das in Deutschland überhaupt nicht mehr hergestellt wird. Keine der Windanlagen, die in Deutschland onshore oder onshore gebaut wird, hat Rotorblätter, die in Deutschland hergestellt wurden. Die wurden entweder in China oder außerhalb von Europa oder vielleicht, es gibt noch einen Standort in Portugal, wo solche Rotorblätter hergestellt werden. Ansonsten eben aus dem Ausland. Und das gilt auch für viele andere Teile. Das IW in Köln hat vor kurzem eine Studie veröffentlicht, wonach inzwischen über 50% der Anteile an Windanlagen aus China kommen. Das heißt, wir haben heute schon einen großen Anteil der Anteile oder der Materialien, die in Windanlagen verbaut werden, die aus China kommen, weil sie eben so unglaublich preiswert sind. Und wenn wir da noch einen Schritt weiter zurückgehen in der Lieferkette und die Rohstoffe uns anschauen, das sind vor allen Dingen Eisenerze, Kupfererze, Bauxit, seltene Erden als Basismaterialien für die Windanlagen, dann kommen die eben aus Südamerika, aus Afrika, werden in China verarbeitet mit überwiegend Kohlestrom, und die Kraftwerke in China sind sehr viel weniger effizient als in Deutschland. Wir haben also eine hoch emissionsbelastete Vorkette, bevor es überhaupt zum Zusammenbau der Materialien zu Windanlagen kommt. Und das sehe ich als hochproblematisch an im Hinblick darauf, dass hier behauptet wird, das sei grüner Strom unter Ausblendung all der hohen Emissionen und Naturverluste, Artenschutzverluste, Nichtrekultivierungen, Menschenrechtsverletzungen im Vorfeld der Produktionskette. Das heißt also, diese teilweise 80 Meter langen Rotorblätter werden in China gefertigt und dann hierher transportiert. Unter anderem, ja. Nicht unbedingt nur in China, es gibt also eine ganze Menge Standorte, aber nicht in Deutschland. Das heißt, wir haben heute Onshore-Standards zwischen 60 und 90 Meter lange Rotorblätter, Offshore zwischen 100 und 150 Meter lange Rotorblätter, und die werden alle nicht in Deutschland produziert und großenteils eben in China oder in China vorproduziert. Sie sehen ja ebenso auf das Ende der Anlagen der Windindustrie. Was passiert denn dann eigentlich, wenn diese Anlagen das Ende ihrer Lebenszeit erreicht haben? Wer baut die ab und was geschieht dann mit den Äckern, auf denen sie standen? Können die wieder zum Acker werden, auf denen Lebensmittel angebaut werden? Tja, das ist eine gute Frage. Genau da kämpft momentan die Lobby um Vergünstigungen, damit das einfacher gehalten wird. Normalerweise ist also eine Solarfläche nach mehreren Jahren, in denen sie nicht mehr als Acker genutzt wurde, dann auch keine landwirtschaftliche Fläche mehr. Größere Sorge macht mir allerdings weniger die PV-Situation, die ich durchaus mit gewisser Sympathie verfolge, bis auf die Freiflächenthematik, wo leider derzeit viel Unsinn passiert, als bei Windanlagen. Und ich habe selbst jetzt gerade zwei Verfahren am Tisch, wo Rotorblätter hinter Scheunen jahrelang gebunkert wurden, wahrscheinlich ohne, dass der Landrat darüber informiert worden ist, weil es auch unter dem Gesichtspunkt der Deponierung verboten ist, solche Anlagen, Rotorblätter also, zwischenzulagern. Und die Sorge treibt mich um, dass eben auch aufgrund der toxischen Materialien, die in den Rotorblättern verarbeitet werden, hier einiges zum Nachteil der Umwelt sehr intransparent gehandhabt wird.
Das fängt schon mit der Abrissgenehmigung an, die sehr unterschiedlich gehandhabt wird, fängt mit den Entsorgungskosten an, die häufig nicht ausreichend sind, und der Thematik, dass je teurer die Energie ist, desto weniger ist es wirtschaftlich, überhaupt eine Windanlage zu recyceln. Das heißt, die Optionen, die immer dargestellt werden, man könne, man wolle und tue, scheitern an der Wirtschaftlichkeit, beziehungsweise es droht hier eine große Lücke zu entstehen zwischen Wunsch und Wirklichkeit. Und hier kommt der große Anteil von Altanlagen jetzt in eine Situation hinein, wo es meines Erachtens durchaus sehr kritisch werden könnte, was mit dem ganzen Schrott passieren soll. Sie sprachen davon, dass die Windräder toxisch sind. Was ist denn giftig an den Rotorblättern? Ja, man muss Folgendes sehen. Es gab vor 4 Jahren eine Untersuchung des Wissenschaftlichen Dienstes Bundestags. Die kann man im Internet sehr gut nachlesen. Und da hat man eingestanden, weil es ging nicht mehr anders, dass Windanlagen im Schnitt pro Jahr 45 Kilo Abrieb haben. Abrieb deshalb, weil ja die Rotorblätter dem Wetter schutzlos, weitestgehend schutzlos, sie haben natürlich eine Schutzoberfläche, aber sie sind dem Wetter unmittelbar ausgesetzt und Hagel und Regen und viele andere Phänomene reiben an der Oberfläche und führen zu einer Aufrauung dieser Oberfläche, was einerseits zu einem Minderertrag der Windanlagen führt, weshalb inzwischen eine umfangreiche Industrie entstanden ist, um die Reparaturen an solchen Oberflächen, die abgerieben oder beschädigt sind, durchzuführen. Aber andererseits bleibt das Zeug, das abgerieben wird, ja irgendwo. So ein Rotorblatt heutzutage hat etwa 20 Tonnen und mehr Gewicht. Und wenn dann von 60 Tonnen, also mal 3 Rotorblättern, im Jahr 45 Kilo abgerieben werden, scheint das nicht viel zu sein. Man muss aber sehen, dass die Untersuchung fußt auf einer Fraunhofer-Studie, wo 40 Meter lange Rotorblätter zugrunde gelegt wurden. Heute haben wir 80, 90 Meter lange Rotorblätter. Das heißt, es liegt nahe, dass die tatsächlichen Belastungen und Abriebmengen sehr viel mehr sind. Wenn also damals von etwa 45 Kilo pro Windanlage pro Jahr ausgegangen wurde, so gehe ich derzeit von etwa 100 Kilogramm pro Jahr pro Windanlage aus. Hängt natürlich von den Umständen ab, aber ich gehe auch davon aus, dass die Anlagen heute eben sehr viel größer und vor allem sehr viel höher sind. Und je höher die Windanlagen sind, desto höher sind sie einem aggressiveren Wetter ausgesetzt mit allen Nachteilen, die damit verbunden sind. Und bei 100 Kilo pro Jahr sind das in 30 Jahre Lebenszeit 3 Tonnen Materialien, die dort abgerieben werden. Und das sind eben folgende. Das ist einmal die Mikropartikel selbst, die durchaus gesundheitsschädlich sein können. Da sind es die Carbonfasern, die vor allen Dingen, wenn es zu einem Bränden kommt, die leider immer wieder eintreten, hoch toxisch sein können, lungengängig sind und so weiter. Und es sind die Ewigkeitschemikalien PFAS und Bisphenol A, die gemäß Europäische Gerichtshofentscheidung vom 9.3.2023 als besorgniserregend eingestuft wurden. Und es ist wahrscheinlich dem einen oder anderen Zuhörer bekannt, dass ja diese Ewigkeitschemikalien verboten werden sollen. Aber die Industrie und auch die Windlobby kämpft massiv dagegen an, dass sie nicht verboten werden, jedenfalls sehr eingeschränkt, wenn überhaupt. Und das ist wiederum beunruhigend, weil das im Grunde dann ein Freibrief dafür ist, dass wir in den nächsten Jahrzehnten Stück für Stück unsere Landschaft toxisch in einen sehr kritischen Zustand versetzen, wenn diese Materialien einfach in die Umwelt hineingelangen. Ich nenne Ihnen dazu ein Beispiel. In der wissenschaftlichen Studie des Bundestags wurde gesagt, ja, also der Reifenabrieb von Autos, von 40 Millionen Autos, ist natürlich sehr viel höher als der Abrieb von Windanlagen. Nämlich wir haben ab knapp 100.000 Tonnen Abrieb Reifen von 40 Millionen Autos in Deutschland, während wir von Windanlagen nur zwischen 1.000 und 2.000 Tonnen haben derzeit mit steigender Tendenz. Und auch bei Schuhsohlen sah es so aus, dass in Deutschland von den 80 Millionen Menschen im Jahr immerhin 8.000 oder 9.000 Tonnen Schuhsohlenabrieb eintreten. Nur, was ist der Unterschied? Der Reifenabrieb und der Schuhsohlenabrieb passiert da, wo er abgerieben werden soll, nämlich auf den Straßen, auf den Bürgerwegen, wo er dann über die Kanäle, über Regen und sonstige Effekte in die Entsorgungsanlagen, Kläranlagen und so weiter gelangt und dann weitestgehend auf vorgesehenen Wegen entsorgt wird. Und genau das ist bei Windanlagen nicht der Fall. Bei Windanlagen, die werden eben über landwirtschaftlichen Flächen, die für die Lebensmittelproduktion vorgesehen sind, errichtet. In der Regel jedenfalls. Und das führt dazu, dass natürlich diese toxischen Stoffe und Materialien über nicht vorgesehenen Flächen, die für die landwirtschaftliche Nutzung vorgesehen sind, abgerieben werden.
und damit Stück für Stück diese Flächen mit den Materialien versetzen und kontaminieren. Und das kann bei einer kontinuierlichen Eintrag dieser Materialien von bis zu 30 Jahren und wenn da mehrere Windanlagen stehen, umso mehr, zu durchaus toxischen Mengen führen, die unabhängig von Grenzwerten relevant werden können. Und da machen sich Landwirte natürlich sehr wohl Sorgen, was ist, wenn in 10, 20 Jahren die Materialien dann doch verboten werden sollten und der Acker 30 Jahre unter solchen Winterlagen gestanden hat und dann die Böden mit Sicherheit nicht mehr den Naturzustand haben wie zu Anfang, bevor die Anlagen dort errichtet wurden, sondern einem prozentualen Anteil dieser toxischen und Mikroplastikreste und so weiter sich in dem Boden befinden. Dann ist die große Gefahr, dass wenn solche Materialien dann verboten werden, also die PFAS und die Bisphenol A Ewigkeitschemikalien verboten werden, dass dann natürlich auch die Äcker für weitere landwirtschaftliche Nutzung für Lebensmittel sehr wahrscheinlich nicht mehr in Betracht kommen können und dann die Eigentümer dieser landwirtschaftlichen Flächen ihre Betriebe jedenfalls nicht mehr nutzen können, um dort Lebensmittel anzubauen. Und das ist natürlich für solche Betriebe, die davon leben, auch ein enteignender Eingriff. Das heißt also, es rieselt ein giftiger Staub von den Windrädern, ein Abrieb und legt sich über die Felder und Flächen. Ja, also man muss es relativieren insoweit, dass natürlich der Wind auch einiges von diesen Anteilen mitnimmt. Es kommt also sehr auf das Wetter an. Also wenn Sie aber sehen, jetzt in diesen Tagen, wo es sehr viel regnet, liegt es nahe, dass natürlich der Regen die Materialien unmittelbar auch mit hinunter in das Erdreich nimmt und dann in der Tat rund um die Windanlagen in den Boden gelangt. Also teilweise wird es über den Wind sicherlich weggeweht, aber in der jetzigen Wetterphase sieht man das natürlich dann über den Regen und der Regen greift ja die Oberflächen an und der Hagel und Regen ist Teil des Abriebs an den Oberflächen dieser Rotoren, dass der natürlich in der Tat in das Erdreich gelangt und dann auch ins Grund- und Trinkwasser hineingelangen kann. Und das halte ich schon für höchst kritisch und deshalb auch, weil die Behörden und die Politik sich derzeit nicht um dieses Thema kümmern, sondern es geradezu tabuisieren, obwohl es von der Wissenschaft eigentlich nicht nur unstreitig ist, sondern die Windindustrie es selbst ja einräumt. Dadurch, dass sie sagt, ach, es ist ganz schlimm, weil unsere Erträge sich mindern durch den Abrieb und die auch Rauigkeit der Oberfläche, weil dann die Anlage stärker im Wind gebremst wird und dann sonstige Nachteile für den Investor von der finanziellen Seite hat. Wenn das so ist, dann muss man sich auch die Rückseite dieses Spiegels angucken, nämlich wo bleibt dieser ganze Abrieb? Und das ist, wo wir gerade darüber gesprochen haben, ein wichtiges Thema, was dringend der politischen Rahmenregelungen bedarf. Schauen wir zum Schluss noch einmal nach Brandenburg. Dort hat sich ja möglicherweise eine Entsorgungsmöglichkeit aufgetan. Zwei Windräder wurden unter Denkmalschutz gestellt. Möglicherweise deswegen, weil die Betreiber entweder kein Geld oder keine Lust mehr hatten, die Dinge abzureißen. Ist das eine Lösung? Das ist natürlich überhaupt keine Lösung. Ich halte das für eine Katastrophe, weil irgendwann müssen die Anlagen ja doch abgerissen werden. Ob sie noch 10 oder 20 Jahre da stehen. Ich halte das deshalb für unfassbar, weil das sind ja technische Anlagen, die auch gepflegt und gehegt werden müssen. Auch in ihrem jetzigen Zustand, auch wenn sie nicht mehr in Betrieb sein sollten. Denn die Rotorblätter leiden natürlich auch weiterhin, erst recht vielleicht sogar unter Abrieb und Co. Es besteht auch die Gefahr, dass Blitzeinschläge stattfinden und dann die Anlage sogar abbrennt. Es muss auch dort gegen Rauditum eine Absperrung erfolgen. Das ist wiederum mit Geld verbunden, das muss unterhalten werden und irgendwann kommt doch am Ende der Abriss. So, und wer zahlt das dann? Also diejenigen, die jetzt das Geld gespart haben, müssten eigentlich genau das Geld, was für einen Abriss gespart ist, in eine Rücklage bilden, damit, wenn es dann doch irgendwann zum Abriss kommt, Geld dafür da ist und nicht wiederum die öffentliche Hand, weil es jetzt unter Denkmalschutz steht, diese Denkmäler auf Kosten der öffentlichen Hand und uns Endverbrauchern dann abreißt. Das kann nicht der Weg sein. Herr Mock, ich bedanke mich vielmals für das Gespräch und die Informationen. Vielen Dank. Und bei Ihnen bedanken wir uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischeseinblick.de. Und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.